Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Avorion. Ja, wir sind drinnen durchs Tor und suchen jetzt natürlich nach irgendwelchen wunderhübschen Asteroiden, die wir bebauen können, ne? Schauen wir mal, ob hier irgendwo was in der Nähe so rumfliegt, was unser Ziel sein könnte. Also der da hinten, ne? Der sieht so riesig aus, aber der so, obwohl, wenn der so weit weg ist, ne? Na, dann 18. Aber die müssen so ein bisschen anders aussehen, damit die bebaubar sind. 16. So richtige Brocken sind das dann, ne? So, ja, wie halt die Station hier, ne? Da sieht man das so ein bisschen. Na, jetzt habe ich sie nicht. Die Brocken der Station, das ist das Entscheidende dann, ne? Gibt's hier irgendwo noch was? Da unten sind noch einige. Ich glaube, wir fliegen mal einfach näher und gucken uns erstmal was an. Dieser da, der macht mir schon so einen Eindruck, als ob er sein könnte, ne? Aber ist er, stimmt nicht. Das ist der Asteroid der Station, ne? Da sieht man, der sieht so anders aus. Da hinten. Mal hinfliegen, ne? Bisschen näher auf jeden Fall. Was mit dem da? Gucken wir mal. Der ist so groß. Der ist so ein bisschen anders geformt. Da ist oben sowas Plattes dran. Der sieht schon anders aus, ne? Gucken wir, ob wir interagieren können. Ne, nicht wirklich. Schade. Das wäre es gewesen, ne? Was ist das hier für eine Station? Schweres Bergbauschiff, ja. Irgendwo muss doch hier so eine Kiste sein, die man mal bearbeiten kann. Den man claimen kann. Wo ich dann mal auch was von hab. Der sieht ja auch schon so aus, ne, dass er groß ist. Aber irgendwie hat er nicht die Form, dass man den abbauen kann. Nö. Innen drinnen sieht er so aus. Ja. Da ist die Station dran an dem Asteroiden, würde ich sagen, ne? Oder? Oder ist die dahinter? Nee. Gucken wir mal. Ne, da ist die Station dran, ne? Oder? Da ist der andere. Oder? Ne, ist er nicht dran, aber ist leider auch nicht der, den ich brauche. Ja, dann mal auf die Suche gehen weiter. Schauen, kein Sektor ausgewählt. Ja, Leertaste ohne Shift und ohne Power zu drücken bringt dann nichts, ne? Nee, der auch nicht. Ich will auch so eine Station bauen. Dafür brauche ich so einen. Sag schon, Asteroiden. Sind das mehrere hintereinander oder? Ja, schwierig, ne? Sind mehrere hintereinander. So viele gibt es dann doch nicht, ne? Dass man die hier so mal eben findet.
Was mit dem da? Nicht wirklich. Das sind mehrere wohl. Ist das da oben Eisen? Ich will es hoffen. Das ist ein Güterschiff erstmal. Das ist ein Riesenklotz hier, aber... Ach so, das ist eine Handelsposten, okay. Da ist ein Dingens und da sieht man wieder diesen dicken, fetten. Das sind mehrere, dann ist es nicht. Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, dass sie so nebeneinander liegen, ne? Weil wenn da eine Bergbaustation ist, dann glaube ich auch nicht, dass gleich daneben noch ein so ein Ding ist, oder? Aber man weiß es nicht, ne? Das ist ja das Problem auch. Da ist so eine Station. Hier sind natürlich auch ganz viele von den Asteroiden, die verstreut sind. Nicht wirklich. Ja, die sehen alle nicht so aus, ne? Ist nix bei. Das war unser Schiff, das jetzt gerade, ne, eine Beule gekriegt hat. Okay. Sagt er ja, wir sind zu schwach für den Sektor. Okay, das kennen wir ja. Da haben wir erstmal eine richtige Beule reingefahren, ne? Das war nicht unser Ziel. Schock fürs Leben. Da ist die Bergbaustation. Ja, sieht irgendwie nicht so aus, als ob hier irgendwo was ist, was ich gebrauchen könnte. Also, brauchen schon, ne? Da gibt's ja überall hier so. Ist das Eisen? Ja. Hier ist da jetzt nämlich wieder eine, aber der ist es nicht. Die sehen auch nicht so aus. Ja, weiter gucken. Wir können nach Nordwesten und ich glaube, diesen Flug werden wir auch so anstreben. Das Tor ist Nord-Nordost. Dann brauche ich das Nordwesttor. Da ist was. Nordwesttor, dann fliegen wir die Richtung. Gucken uns noch ein bisschen um, ob wir da noch unterwegs einen finden. Ich glaube aber eher nicht. Und dann einfach ins Tor rein und weiter geht's, ne? Ja, da hinten auch noch einen Haufen Asteroiden, aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal auf dem Kurs, dass wir in den nächsten Sektor kommen. Wir werden zwar immer schwächer jetzt werden, wir müssen also gucken, wenn wir Feindberührung haben, dass wir ziemlich schnell von dannen kommen. Aber mal ein bisschen was angucken, ist ja auch nicht verkehrt, oder? So, hier ist alles grün, aber hier gibt's auch Asteroiden, auf jeden Fall. Was ist das, dass das da so angezeigt wird? Eine Fregatte, okay. Fliegen wir mal an, ein bisschen schneller. In die grüne Welt hinein. Der da, der sieht doch so aus, als ob er... Nein, ist aber auch nicht. Hat nicht diese Form, wo man definitiv sagen könnte, jo, das ist einer. Der hat Titan geladen, denke ich mal. So, hier wird es immer enger, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nirgendwo gegenknallen. Und da
ist ein Haufen, den müssen wir uns mal gerade ein bisschen angucken, dass wir da mal reinschauen. Ob da was Baubares bei ist, weiß ich aber nicht. Das werden wir gleich sehen, wenn wir näher kommen. Ja, doch einige hierbei, ne? Du hast einen Notruf von einer anderen Quelle erfahren, okay. Da ist ein Riesenhaufen, aber ich glaube, da ist keiner bei, der für mich interessant wäre. Also wenn, dann wäre es der größte wahrscheinlich der, aber ich glaube, das bringt uns dann auch nicht weiter. Nö, dann kann man nicht mit interagieren. Und ich sehe jetzt hier auch keinen in der Ecke, der irgendwie aussehen könnte, dass man den bebauen kann. Ja, die sehen alle gleich aus. Irgendwo muss doch so ein Ding sein, Mann. Wo geht das Tor hin? West, Südwest. Okay, da sind wir wahrscheinlich hergekommen, ne? Nee, wir müssen von einem Südosttor gekommen sein. Da sind wir weggekommen. Ja. Da ist noch ein Dingens, eine Schiffswerft. Wer ist das hier? Eine Fregatte. Fliegt hier wahrscheinlich nur zum Schutz rum. Was ist das da? Weiß auch keiner. Hier ist es so neblig, das sieht man auch gar nicht alles. Hier fliegen nämlich noch ein paar andere Klamotten auch noch rum. Reparaturdock. Mit Ausrufungszeichen. Und da ist auch einer mit Ausrufungszeichen. Lass uns doch mal gucken, was die wünschen da. Das vernichte Piraten. Ressourcenknappheit, 100 elektronische Ladung. Liefere innerhalb von 30 Minuten 100 elektromagnetische Ladung. Okay, das können wir nicht machen. Dann gucken wir hier rein. 50 Solarzellen. Die sollen hier aber kommen. Das Titan. Ja, da sind noch ganz viele Sachen hier, ne? Da hinten ist das auch Titan. Der wird uns gar nicht angezeigt, der Asteroid. Das sieht aber auch danach aus. Einmal die Map bitte auf. Ja, da geht's nur noch da weiter dann. Ich glaube, da müsste hier ein Durchbruch sein dann. Ich glaube, wir fliegen mal das Tor an. Was ist das? West-Südwest-Tor, okay. Weiter Richtung Ressourcen, beziehungsweise in der Hoffnung, einen passenden Asteroiden zu finden, ne? Schauen wir da auch mal durch, ne? Jetzt werden wir immer schwächer von unserer Bewaffnung her. Ja. Einmal Karte erstmal gucken. Okay, hier gibt es ganz viele Richtungen. Da ist das Tor. Da ist auch noch ein Tor. Da ist halt Asteroidenhaufen. Mal die Richtung anschlagen, weil da, obwohl das kann auch ein Haufen sein, aber von der Entfernung her sieht das Teil so aus, als ob man da was machen kann. Nee. Sind nur überlagert gewesen wahrscheinlich, ne? So, jetzt blendet die Sonne nicht, wenn ich dann so davor bin, ne?
hinterm Asteroiden versteckt war, ne? Jo, das hat gut geklappt, ne? Voll dagegen geknallt wieder mal. Das ist eine Fregatte. Weiß jetzt gar nicht, ob wir kaputt gegangen sind. Sind wir wohl. Da ist noch ein Tor, da ist noch ein Tor, da sind Haufen, da sind Haufen. Stationen mit Ausrufezeichen sind auch hier. Gucken wir da mal rein. Lieferung Neon. Das ist eine Militärstation, oder? Eine Weizenfarm. Lieferung Weizen. Ja. Ist jetzt echt die Frage, ne? Machen wir Waffen aus, bevor wir da irgendwen anschießen. Was ist das für ein Tor? Das ist das Südtor. Ost-Nord-Ost-Tor. Das wäre schon ein Tor, wo wir dann favorisiert hinfliegen sollten. Gucken wir mal gerade diese Haufen an. Ob die irgendwas zu sagen haben. Nicht wirklich, oder? Ich habe jetzt aber allerdings einen falschen erwischt, glaube ich, daneben. Ne, ich fliege mal näher ran und gucke mir das genauer an. Entweder sind welche vorgelagert, oder aber es ist einer. Ne, das sind welche vorgelagert, es ist also keiner. Titan. Dann fliegen wir dahin. Gucken uns den Haufen an. Der rausstechende ist der. Ist aber nicht der richtige. Glaube ich nicht. Der auch nicht. Ne. Wo ist unser Tor, wo wir durchfliegen wollten? Westtor. Ach, wir sind auch richtig dann. Okay. Gut, das bedeutet, wir fliegen Richtung Westtor und beobachten beim Vorbeifliegen noch hier so ein bisschen, ob wir irgendwo was erkennen. Hier links unten zum Beispiel ist aber auch nichts bei. Und da links. Sieht es auch nicht unbedingt aus, dass da ein Asteroid bei ist, der größer ist. Jo, gut, aber dann würde ich sagen, auf der Suche nach dem Asteroiden verbleiben wir erstmal hier vor dem Westtor stehen und schauen dann in der nächsten Folge weiter, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.